Sieben Jungfrauen rennen. Kein Problem, mache ich an einem Wochenende. Wir spielen Zelda A Link to the Past, ein Spiel, in dem wir durch Hyrule streifen und sogar die Schattenwelt besuchen können. Das heißt, zwei verschiedene Spiele zum einen sozusagen. Und ich habe drei Amulette gefunden. Und mit diesen drei Amuletten, nur der, der alle drei Amulette besitzt, der kann, was eigentlich? Ja, stimmt, das Masterschwert aus seinem Stein hieven. Und wenn er das Masterschwert hat, offen gesagt, weiß ich nicht genau, was dann ist. Aber das ist ein gutes Schwert. Das ist ein gutes Schwert. Das kann man haben, sollte man benutzen. Vorher mache ich aber noch eine Sache, die ihr mir geraten habt, aus dem Chat. Bin natürlich immer aktiv, ein wenig im Chat. Und wie der Chat auch gerade schon mitgekriegt hat, denn wir haben in der Werbung weiterhin den Spielsound gehört, was für mich völlig okay ist. Aber die Leute haben schon gedacht, der Simon, der betrügt. Da höre ich doch schon wieder, wie er rumläuft. Das ist korrekt, denn ich will euch natürlich auch, weil wir heute ein bisschen viel wiederholt haben, möchte ich euch möglichst viel bieten. Ich habe gehört, hier unter dieser Brücke soll etwas liegen für mich. Jetzt suche ich schon die ganze Zeit die Stelle, an der ich in dieses Gewässer komme, damit ich dann gucken kann, ob was unter der Brücke ist. Bisher seht ihr aber auch immer am Rand des Wassers, habe ich noch keine Ecke gefunden, an der ich runterspringen könnte. Alles mehr oder weniger abgesichert. Kurz nochmal gucken, ist hier irgendwo was? Hier muss doch mal irgendwo was sein. Vielleicht komme ich da auch nur mit einem Teleporter hin. Das kann auch sein. Es gibt... Macht er das wieder runter? Nee. Es gibt so Teleporterstrudel. Vielleicht klappt das mit denen. Lass doch mal gucken. Hier ist überall... Nee, also hier ist überall nichts. Hier waren wir auch schon. Hier ist zumindest keine Möglichkeit, ins Wasser zu kommen. Andere Brücke, sagt ihr, Schattenwelt. Also ich denke, dass es hier unter dieser Brücke ist. Man weiß es nicht genau. Legenden besagen, dass es unter einer dieser Brücken ein Herzteil zu finden gibt. Aber da ihr mich ja schon mehrfach getrollt habt, bin ich mir nicht ganz sicher, wie valide diese Information ist. Sagen wir es mal so, zu 80% glaube ich, ist es korrekt. Aber ich suche halt immer noch eine Möglichkeit, in dieses Wasser zu kommen. Nur mal kurz so, ihr seht, runterspringen ist nicht so einfach. Es muss eine Öffnung irgendwo geben. Sonst, ah, da ist eine. Okay, jetzt erst noch mal gucken, ob das überhaupt richtig ist. Da dann hoch. Ja, machen wir einfach mal. Gucken wir mal. Wenn es nicht stimmt oder ihr eine andere Brücke meintet, ist ja nicht schlimm. Darum geht es ja schließlich hier. Moment, ich werde schon wieder beleidigt. Das deutet meistens darauf hin, dass ich irgendwas falsch mache. Vom See, du Penner. Was ist denn hier der See? Das hier ist ein See. Also ist das die Brücke. Und wenn es jetzt die Brücke ist, dann seid ihr einfach Vollidioten. Denn es ist ein Fluss. Da oben. So. Da macht man, gibt man so viel Liebe. Oh, muss man sich noch beleidigen lassen die ganze Zeit. Ihr seid Penner. Ihr seid Penner. Ja. So, das war das. Ich habe auch Gefühle. Jetzt sind wir unter der Brücke. Da ist ein Penner. Da ist ein Penner unter der Brücke. Entschuldigung, ein Obdachloser. Ein wohnungstechnisch herausgeforderter Mensch. Wohnt hier, da wo die Immobilienpreise noch okay sind und jeder Tag Schatten wirft. Ich sehe es simpel, du steckst in Schwierigkeiten. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Danke. Wow, vielen, vielen Dank. Das war ein super Tipp. Hat super geklappt. Und wir hauen damit hier schnell wieder ab. Das hat echt super geklappt. Habe ich eine Flasche. Und ganz alleine. Niemand musste mich darauf hinweisen. Niemand musste mir einen Tipp geben. Ich habe das quasi wie Indiana Jones. Einfach so durch Intuition gefunden und entdeckt. Ich bin schon ein Guter. Ich bin ein Guter. Sagt, was ihr wollt. Sagt, was ihr wollt. So dumm kann ich doch gar nicht sein. Immerhin kann ich den Chat lesen. Ah, ein Herzteil. Okay, das will ich jetzt aber echt haben. Oh, da habe ich schon eine Idee, wie ich das kriege. Das probieren wir gleich mal aus, denn auch das haben wir bisher noch nicht ausprobieren können. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch in der Spiegelwelt... Wie? Geht jetzt nicht? Ach, okay, mit dem Spiegel komme ich zurück. Ich brauche aber einen... Ja, okay, ich verstehe. Es gibt Orte, an denen ich in die Spiegelwelt wechseln kann. Aber das geht nicht so einfach mit dem Spiegel. Ich dachte, ich kann vielleicht hier so runter und dann ist da vielleicht kein Wasser, sondern ich komme auf irgendeine andere Art. Zu diesem Herzteil.
Aber es sieht im Moment nicht danach aus. Verdammt. Nö. Na gut, dann andermal. Bitte, bitte, bitte. Schnell. Gut. Dann gucke ich nochmal auf die Karte. Ich will, also nachdem ich diese Flasche habe, will ich eigentlich erstmal ein paar Feen finden, die ich einsammeln kann. Das werde ich auch gleich machen. Vorher nochmal gucken, brauche ich hier irgendwas? Ja gut, 10 Bomben. Die können wirklich nicht schaden. Sollte ich nochmal 10 Bomben holen? Nee. So. Gut, ich weiß auch, wo ich bin. Da war der Wahrsager, wo wir vor knapp 1,5 Stunden unsere Abenteuer für den heutigen Tag angetreten haben. Ich will aber, wenn ich mich recht erinnere, hier runter. Denn irgendwo hier, ups, ist für mich ein Herz, ein Feentempel, in den ich gerne will. Moment, vielleicht kurz, weil es neu ist für mich, hier nochmal reingehen. Mal gucken, wo ich lande. Könnte ja auch interessant sein. Ansonsten, okay, gut, ist schön zu merken. Da gehe ich gleich nochmal hin. Um ein bisschen abzukürzen. Oh, ihr sagt noch was von einem Froststab. Rechts, Höhle, See. Ach ja, ich erinnere mich, stimmt, das haben wir ja auch letztes Mal schon eingesammelt und müssen es diesmal auch nochmal einsammeln. Den Eisstab, das machen wir danach. Immerhin ist der Dungeon jetzt fertig. Wir haben gespeichert, mehr oder weniger. Und werden das sicher nicht nochmal spielen müssen. Schnitt nächste Woche. Okay, wo geht es hier? Ah, da bin ich falsch. Ich will nämlich hier in diese Wüstengegend. Da waren die Feen, an die ich mich erinnern kann, noch. Und die würde ich gerne besuchen. Da werde ich dann, die werde ich dann mit dem Schmetterlingsnetz in die Flaschen sperren. Ob sie wollen oder nicht. Ich frage sie nicht. Ich fange sie und dann sperre ich sie ein. Moderne Sklavenhaltung. Ist das die Message? Nintendo, seid ihr euch sicher, dass es das ist, was ihr an die Jugend transportieren wollt? Wenn du was willst, dann nimm es dir. Warte mal, du warst auch noch wichtig. Ich weiß nicht mehr wofür. Vielleicht habe ich es auch schon gelöst. Was war hier nochmal? War das eventuell der Feentempel? Nee, das war aber auch irgendwas Wichtiges. Ach ja, okay, das ist hier der Kollege mit seinen... Der mich im Grunde zu dem Eisstab leitet. Das mache ich aber, wie gesagt, danach. Ist das der Feentempel? Ja, aber der falsche. Eine mit einer großen Fee. Ich brauche aber die kleinen Feen. Die Unterfeen, nicht die Hauptfee. Ich würde gern wissen, wie die große Fee auf die kleinen Feen reagiert. Ob sie, sag ich mal, auf sie herabblickt. Weil sie ist nicht nur 10-mal so groß, sondern auch offensichtlich intelligenter, kann reden und die anderen sind mehr wie Insekten. Ist die große Fee vielleicht kleine Feen? Ist das ihre Hauptnahrungsquelle? Ich meine, viel mehr sieht man sie ja nicht. Also, sie ist ja die ganze Zeit in dieser Höhle. Da ist nicht viel mehr, außer ihren kleinen Feen. Wir werden es nie erfahren. Denn die kleinen Feen können nicht reden und von ihren Qualen erzählen. Du, warst du der Eisstabmann? Die 3 Amulette hast du errungen, wenn du der wahre Held bist. Ja. Dann verfügst du über Weisheit, Mut und Stärke. Naja, das Masterschwert wird bald in deinen Händen sein. Okay, weil das sind ja die 3 Triforce-Kräfte. Weisheit, Mut, Stärke. Und da ich die offensichtlich alle habe, weil ich die 3 Amulette habe, kann ich es also heben. Das machen wir aber erst später. Ich will das jetzt erstmal alles richtig machen, so wie ich es mir geplant hatte. Ich laufe irgendwie falsch. Hier gibt es diese Feen nicht. Das ist nicht die Fee, die ihr sucht. Wo könnte sie sein? Ah, ich weiß wo. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Moment. Das ist hier ganz links da oben. Hier ist es. Aber da komme ich doch nicht hoch. Ärgerlich. Ich weiß, dass es viele Möglichkeiten hier gibt, an Feen zu kommen. Aber das ist die eine, an die ich mich erinnere. Ich würde die schon gerne eigentlich. Ja, okay. Gut, dann muss es ohne gehen. Ihr sagt, kleine Feen sind links von deinem Haus. Mit Pegasus-Schuhen Steine wegräumen. Gut, dann machen wir das da.
Aber vorher holen wir den Eisstab rechts am See. Ja, aber doch schön. Sind wir einmal so ein bisschen rumgelaufen. Oh, hier. Den Stein kann ich mit diesem Buch lesen. Kann ich mir Google translaten lassen. Aber ich komme da oben nicht hoch. Das ist eine interessante Frage, wie ich da hochkomme. Im Moment jedenfalls nicht. Kurz mal gucken. Hier unten war ich da schon mal. Ich mag es immer, wenn man sieht... Oh, okay, ist sinnlos. Ich mag es immer, wenn man sieht, dass irgendwelche Wege durch, in dem Fall Steine, versperrt sind, weil man dann immer denkt, ah, okay, das ist ein Geheimnis. Bist du vielleicht irgendwas Wichtiges hier? Nee, das ist, glaube ich, nur ein Tempel. Beim Weisen unten eine Bombe legen. Ja, jetzt ist schon zu spät. Jetzt bin ich da schon weg. Aber gute Idee, werde ich mir beim nächsten Mal merken. Wir kommen ganz sicher noch mal da vorbei. Gerade wenn wir die... wenn wir dann auch noch die Schattendimension, die Schattenwelt untersuchen, kommen wir an all diesen Stellen ja nochmal vorbei. Kurz mal gucken. Hier will ich hin. Ja, okay, das kriegen wir hin. Jetzt muss ich einfach nur allen Streitereien aus dem Weg gehen, Rabe. Oh Gott, ich hätte so gerne jetzt ein Herz. Hab doch ein Herz! Nein, du hast nur so einen dämlichen Mana-Fiole. Ah! Das war nicht so gedacht! Scheiße. Okay. Oh, es ist ein wunderschönes, liebliches Geräusch. Übertroffen nur noch von dem Geräusch der Fee in Ocarina of Time, wenn sie sich meldet und mal wieder irgendwas hat. So ein bisschen wie der Cousin in GTA 4, wenn er einen ständig anruft. Das ist die Fee in Ocarina of Time. Kann ich da links in den Wasserfall? Ab jetzt traue ich keinem Wasserfall mehr. Na, man kann es mal probieren. Vielleicht finde ich da ja ein Herz. Nee. Ach nein, ich will da doch nicht rein. Das wollte ich nicht. War so nicht gedacht. Nee. Aber auch gut zu wissen, von da unten rechts komme ich also nach oben links. Ach komm, musst du direkt vor mir. Okay. Schnell, schnell. Ach Gott, das Geräusch, das macht mich fertig. Es nagt an meinen Nerven. Nirgendwo. Wenn man ein Herz braucht, dann hat niemand eins für einen. Da guckt man unter jedem Stein. Ach. Komm her. Mann! Da ist es! Achtung! Ah. Und es ward ruhig. So, da sind wir bei den Feen. Was ich immer noch nicht habe, ist der Eisstab. Vielleicht gibt es den hier. Bin mir gerade nicht sicher, was es hier gibt. Zwei Feen. So, ihr kommt bitte mal her. Kommt alle her. Oh nein, Fehler gemacht, die einzusammeln. Oh, zweimal den Fehler gemacht, sie einzusammeln. Das sind aber auch sneaky Feen. Dahin, nee, auch nicht. Okay, da muss ich nochmal ganz raus. Ist aber nicht schlimm. So. Auch hier erinnert mich wieder dran, dass man links am Eingang eine Bombe zünden kann. Das werde ich auch machen. Oh, nur mein Timing hapert ein bisschen. Liegt auch vielleicht daran, dass hier leichtes Delay ist. Da wir es über den Rechner auf den Fernseher und ich natürlich hier auf den Fernseher gucke und nicht auf den Rechner. Okay, jetzt aber. Bisschen früher drücken, dann geht das. Nein! Ich will dich nicht freilassen. Wer hat das denn gesagt? Wo sind wir hier? Habe ich alle? Okay. Gut. Irgendwie komisch. Habe ich so viele eingesammelt? Ja. Cool.
Hier links ist... Ah, da ist der Eisstab. Den kann ich so aber nicht kriegen. Und geht deswegen links an die Wand. Oh, so viele Secrets auf einmal. Nein! Die Krabbe. Katrin Krabbe. Hat mich verfolgt. Okay, ich gehe erstmal da hoch. Erstmal den Stab holen. Statuen anrempeln für Goldbiene. Das sind so Sachen, so Sätze, da weiß man nicht genau, was soll ich damit jetzt anfangen? Noch habe ich keine Statuen gesehen. Und warum brauche ich eine Goldbiene? Gut, die Goldbiene wird mich wahrscheinlich schützen vor Bodenplatten. Das ist eigentlich der einzige Schutz, den ich brauche. Du schon wieder. Guck doch nicht immer so grummelig. Ja, die Info ist nicht neu. Kann ich hier rein? Vielleicht sollte ich das nicht. Okay, jetzt würde ich gerne in diesen einen... Da, in den Strudel würde ich gerne rein, damit ich... Ah, Moment. Oben links wieder rauskomme und mich in Richtung des Masterschwerts begeben kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Simon versucht es. Er holt es sich. Kann er es holen? Wir nehmen an, nein. Aber es kann ja auch sein, dass er ein bisschen Glück hat. In den Wald hinein. Sind wir richtig? Ja. Da ist das Masterschwert. Wir kriegen es. Oh Mann, ich kann es fühlen. Der hat sich hier verlaufen, oder? Hast du dich verlaufen oder willst du reden? Ey, du Bastard! Ich hab dich in Ruhe gelassen. Mieses, diebisches Schwein. Sei kein Dieb. Okay, wo geht's lang? Wo bin ich? Okay, easy. Oh, auch schöne Musik. Ist das ein Pilz? Hast ein... Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Willst du ihn essen und eine gute Zeit haben? Vielleicht sterben... Aber 50-50, würde ich sagen. Nee, ich lasse das. Aber was ich mit dem Pilz anfangen soll, weiß ich jetzt nicht gerade. Ich bin mir sicher, das kommt gleich noch. Oder später. Oder nie. Da ist es. Ist es das? Das mysteriöse Masterschwert, von dem alle reden? Eigentlich würde ich sagen, nicht. Ich würde sagen, ich muss hier weiter nach oben gehen. Hier ist es. Die Tiere des Waldes begleiten mich zu meinem Schicksal, das Masterschwert. Oh, und es redet mit mir. Ach nee, nee, ist der alte Opa wieder, der hier, telekinetische Opa. Simpel, ich bin es. Sahasrala, ich kann es kaum glauben, was ich hier über meine magische Kugel sehe, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber das ist, was alle sagen. Das Schicksal dieses Landes liegt nun in deinen Händen. Du 12-jähriger kleiner Junge, ich habe Vertrauen in dich. Na, wenigstens einer. Ich nicht, übrigens. Ich glaube nicht. Kann ich mir eigentlich... Das ist interessant. Kann ich mir das... Ah, das will ich mir nochmal durchlesen. Ich kann das ja mit diesem Buch machen. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der 3 Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Sein Name ist Gabriel Knight. Ich war übrigens, könnt ihr auf meinem Twitter auch nachlesen, war ich vor kurzem in München und habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, auf den Marienplatz zu gehen. Und es ist faszinierend, wie all diese Sachen, die man aus dem Spiel kennt, da irgendwo verwurstet sind und mehr so ein bisschen zusammengerafft wurden. Aber das ist eine andere Reihe. Das ist Spiele mit Bart. Hier sind wir bei Zelda. Trotzdem war es schön.
Simpel! Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein! Ah! Ich habe nur so vorgelesen, wie es da steht. Dann mache ich das gleich. Mit meinem Masterschwert kein Problem mehr. Hübsches Grünzeug. Feinstaub! Feinstaub! Diese Feenkiste ging ja eigentlich noch weiter. Ich habe mich ja auch noch korrigiert. Konnte ja keiner wissen, dass das Feenstaub ist. Jetzt habe ich mich verlaufen in diesem düsteren Wald, der aus mindestens 4 Bildschirmen besteht. Nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Muss man vielleicht hier unten lang? Zwischen den Bäumen durch? Oh, so ist das. Manchmal sieht man den Ausgang vor lauter Bäumen nicht. Och, so eine Kacke. Na gut, dann probiere ich immerhin mal, was von diesem Baum zu schütteln. Oh, hat geklappt. Kann ich hier auch hoch durch? Ja, kann ich. Cool. Ich habe also alles, was ich brauche. Jetzt muss ich nur noch in die Kathedrale, um mal wieder meine zukünftige Freundin zu retten. Ah, warum nicht kurz auf dem Weg nochmal sich bei der Wahrsagerin Rat holen? Warum sage ich eigentlich Wahrsagerin? Wir sehen hier das Geschlecht nicht. Ich sehe, du hast bestimmt... Oh, das wäre jetzt was für Sendoran. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Hui, hui. Dein Chakra manifestiert sich. Ich sehe, im Magieshop nördöstlich des Ostpalastes gibt es einen Pilzliebhaber. Oho. Nördlich des Ostpalastes, okay? Das, ja, nimm noch. Die Rubine kannst du gerne haben. Das heißt, wenn ich den Pilz, dem Pilzliebhaber gebe, gibt der mir dafür, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, was er mir gibt. Werden wir gleich erleben. Okay, kurz mal gucken. Der östliche Palast, das müsste dann... Oh. Ich würde jetzt sagen, hier war der östliche Palast und dann müsste es hier... Ach, das ist die Hexe, die gerne den Pilz hat. Die mag den Pilz gern. Gut, dann mache ich das. Dann gehe ich da mal hin. Bevor ich die Prinzessin wieder mal befreie. Da ist die Kathedrale. Da wollen wir, wie gesagt, noch nicht hin. Nehmen den Umweg über den Friedhof. Oh, das... Alter, jetzt sehe ich das ja jetzt erst. Dieses Masterschwert, das kann ja was. Das ist ja abgefahren. Das ist ja ein Zauberschwert. Ein Meister, ein Schwert des Meisters. So. Weg, 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 weg. Stirb. Gut. Boah, die haben ja alle gar keine Schnitte mehr. Nur noch vielleicht eine Alternativwaffe auswählen. Das Buch ist jetzt vielleicht nicht die beste Waffe. Obwohl ein Buch natürlich schon eine sehr gute Waffe darstellt. Sowohl intellektuell als eben auch als reine Schlagwaffe, Hiebwaffe. Geht's da hoch zur Hexe? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, bin ich. Ha, du! Hey, Moment! Ach, okay, diese Zauber gibt's nur, wenn Energie voll ist. Deswegen kann ich mich da nicht dran erinnern. Ich habe das noch nie erlebt. Volle Energie. Hab ich früher nicht gehabt. Mann, gib mir doch mal ein kleines Herzchen. Nee. So, du willst einen Pilz. Mh, der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz für mein Gebräu. Okay. Wie kann ich, dann wähle ich den einfach aus.
und drücke Benutzen. Hehehe, danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du etwas Gutes. Okay. Was hast du für mich? Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne das Zauberelixier und der blaue erneuert sowohl Leben als auch Zauberkraft. Okay, roten kriege ich gratis. Gut. Dafür hätte ich doch jetzt kein Geld ausgegeben. Das hier ist übrigens, ihr habt es im Chat schon richtig gesagt, die Erzfeindin Zendrons. Also die hier und die Magietante da unten. Das sind beides, die mögen sich alle nicht sehr. Die waren auf derselben Uni und die haben Zendron nie ernst genommen. Ihn und seine Wahrsagen der Kraft. Und seine Tarotkarten, sie haben sich immer lustig gemacht. Und deswegen mögen die sich nicht. Ist verständlich, finde ich. Ob unter dieser Brücke auch was ist? Na, ich will es nicht wissen. So ist das. Menschen wollen die Obdachlosigkeit nicht sehen, auch wenn sie direkt vor einem ist. Wir blenden sie einfach aus. Ich will nicht wissen, wer unter dieser Brücke wohnt. Kurz mal nachgeguckt, wo ich lang muss. Da ist die Kathedrale, ich laufe drauf zu. Achtung, Turbo! Turbo! Super, so fühlt sich's gut an. So, und jetzt direkt mit Karacho in die Kathedrale hinein. Oh nein, er hat sich schlafen gelegt. Simple, du kommst eine Sekunde zu spät. Wärst du nicht noch nach rechts gegangen, um der Hexe ihren dämlichen Pilz zu bringen? Ich konnte es nicht verhindern. Zelda, die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Warum habt ihr keinerlei Wachen? Warum habt ihr niemanden, der irgendwas kann in dieser Welt? Okay, in den obersten Turm. Wo? Im Schloss? Gott, warum höre ich nie zu? Das hier ist der Turm, oder? Das sieht aus wie ein Turm. Das sieht aus wie ein Turm, in dem man muss. Aber laut Symbol ist es der da. Na gut, dann machen wir das. Ups. Ich könnte natürlich auch, aber da komme ich sicher später dazu, in den Berg, auf den Berg steigen und schauen, was ich da mit der Mondperle unter anderem machen kann und mit den verschiedenen Schattendimensionen und. Aber ich glaube, dass das alles später noch kommt und ich eh jetzt dann mehr oder weniger den Weg doppelt gehen würde. Oh, kann ich dich eigentlich wegzupfen? Nee. Das ging nicht. Da brauche ich einen anderen Handschuh. Dann könnte ich nämlich, seht ihr auch hier, ins Wasser springen. Uiuiui. Knapp. Die haben mich, okay, die haben mich ignoriert. Die haben zwar gesehen, dass ich komme, aber die hatten keinen Bock auf Beef. Die haben gesagt, komm, wir tun einfach so. Als hätten wir ihn nicht gesehen. Genauso, der hat mich wirklich nicht gesehen. Und der auch nicht. Oh, jetzt komme ich hier als mega starker Held zurück. Das ist fantastisch. So lohnt sich das, finde ich. Ich habe nicht nur ein Masterschwert, ich habe auch einen Eisstab. Ich weiß, dass das hier falsch ist, aber ich weiß, man konnte es schieben. Geht das jetzt hier nicht mehr? Na gut, ich wollte es nochmal ausprobieren. Verdammt, jetzt muss ich irgendwie mal auf die Map gucken. Das mache ich doch so ungern. Okay, wo ist hier der oberste Turm? Wo ist er nur? Gut, es ist offensichtlich eine Art verstecktes Stockwerk. Deswegen muss ich den erst noch suchen. Hier im Thronsaal sehe ich jetzt nichts mehr. Ich werde einfach mal... Oh, ihr seid draußen auf die Dachterrasse. Ja, da werde ich versuchen hinzukommen. Das schaffen wir gleich. Abwarten. Ich muss hier erstmal
die richtigen Wege finden. Das ist ja schon 4-5 Stunden her, dass ich hier zum letzten Mal war. Und ich weiß noch, wie ich mich letzt gewundert habe, als ich hier war, was diese Dachterrasse soll. Und jetzt brauche ich sie. Gut, da. Oh nein, ein magisches Batman-Symbol. Oh, das war ja leicht. Ich habe fest erwartet, dass ich jetzt einen Schlag kriege. War aber gar nicht so, war voll easy. Ach ihr, hä? Morgenstern, Vollidioten. Mir doch egal, guck mal, du kommst nicht mal dazu. Na gut, doch. Aber ich habe volle Energie. Was? Wie viel willst du aushalten? Geht das nicht? Oh, schade. Dachte, dass ich in mir der Zaubermagie eins überbraten kann. Shit, ich hätte nicht so viel Energie jetzt an die Leute verschwenden sollen. Ah, da ist es wieder, mein Lieblingsgeräusch. Dich kriegen wir aber noch. Nur ein Rubin. Dafür muss ich mir jetzt diesen Sound anhören. Oh nein, noch mehr. Was? Okay, beachtet mich. Nein, 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 so nicht. Oh, unfair. Unfair. Oh, gut. Du bist eine sehr gute Fee. Du bist meine Lieblingsfee. Die andere Feen fand ich nicht so gut wie dich. Du warst immer meine absolute Oberfee. Oh, das ist so krass, man denkt wirklich, oh, jetzt ist es schon wieder vorbei. Und die Fee habe ich jetzt auch noch geschluckt. Die hätte ich mir wieder eigentlich einfangen sollen. Aber zum Glück ging es doch alles gut. Man vergisst es schnell, dass man Continuous dabei hat. Oh, die Augenfledermaus, die Augenmaus. Schieben geht hier auch nicht. Hab nur meine Lampe. Okay, da ist hier wohl nichts. Okay, den schnappe ich mir gleich, aber vorher rüste ich meine Lampe aus. Ah, das schaffe ich nicht. Ich nehme an, dass die wieder ausgehen. Das kennt man ja mittlerweile. Ah, kann ich das hier machen? Ja, super, okay. Ach, komm jetzt. Das ist doch jetzt wird aber Quatsch. Die ersten zwei Male waren noch mein Fehler, aber jetzt ist es irgendwann ein Programmierfehler. Okay, irgendwie scheinen mir die Lampen doch nicht so viel zu bringen, wie ich gedacht habe. Mann! Das ist wie, wenn man Feuer geben will jemandem und neben, weiß ich nicht, neben die Zigarette macht die ganze Zeit. Okay, ist hier was drin? Nein. Was habe ich denn hier jetzt eigentlich aufgesammelt? Okay, ich habe diesen Schlüssel, der ist ja auch wichtig. Aber die Tür bleibt weiter zu, was mich dazu bringt, dass ich irgendein Rätsel lösen muss. Gucke ich erst nochmal hier nach unten. Ist da noch irgendwas? Ach, da ist eine Tür. Okay, was ist eigentlich das hier? Ah, ich nehme an, das hat jetzt hier die Tür wieder aufgemacht. Aber zu der will ich ja gar nicht. Ihr seid Hunde! Alter! Okay. Kommt ihr einfach so mit eurem Schwert in Augenhöhe auf mich zugerannt? Ich bin ein kleiner Junge. Endgegner ist so nah. Gut, 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 gut. Das läuft ja im Moment blendend.
Ah, knapp. Beinahe hätte er mich runtergeschubst. Wie kannst du das? Wie kannst du das schaffen? Ah, ich hätte einfach die Lampe von vornherein equipped lassen sollen. Das ist hier nur für die Tür da unten. Bevor wir hier mehr machen und da durchgehen, will ich erst nochmal hier unten gucken. Ja, da ist nämlich auch noch was. Hm. Aber nichts wirklich Wichtiges. Ah, der Schlüsselmeister. Da hat er wieder einen weiteren Schlüssel. Gotta catch them all. Alle Schlüssel müssen zu mir. Ah, ich gehe da mal hin, mal kurz gucken. Hör mir gut zu, Simpel. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht besingen. Was? Wieso sagst du mir das jetzt? Ich bin nach der ganzen Mühe. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Vielleicht indem ich einfach schlage im richtigen Moment. Fiese Endgegner sind kein Ding mit dem richtigen Timing. Ihr seid auch nicht schwer, da mache ich den Dauerfeuer, Schwertarm. Diese fliegenden Augen hier sind übrigens eine Parabel von Miyamoto über den Überwachungsstaat. Sehr politisch angehaucht, Zelda, das wissen die wenigsten. Aber dafür bin ich ja jetzt da. Was? Moment, Regie? Ende? Ihr spinnt doch! Ich kann doch jetzt nicht enden. Da haben wir doch dasselbe Problem wie letztes Mal. Da ende ich und dann müssen wir neu starten. Wieder vorne anfangen. Okay, aber ganz kurz noch, ja? Ganz kurz, liebe Regie. Ganz, ganz, ganz kurz. Ein Raum noch. Nur noch den einen Raum. Oh, das war der falsche Raum. Moment, Regie. Nur noch einen Raum. Nur noch den einen hier. Und dann speichere ich. Okay, hier speichere ich. Aber auf fiese, hinterhältige Art. Schön über den Emulator, sodass wir hier, und zwar genau hier, wo wir auch gerade wunderbar sicher stehen, werde ich abspeichern. Und dann sehen wir uns hier wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, Simon hat keine Ahnung von Zelda A Link to the Past. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Dann haben wir auch wieder für euch Votes und wir haben für euch Minimatzen. Ihr könnt gerne immer noch die Greens von mir nehmen und bearbeiten. Wir haben heute nur einen kleinen Bruchteil davon gesehen. Es gibt eine Menge mehr. Davon aber dann nächste Woche. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Tschüss, schönen Abend.